Ja, moin Leute und willkommen zurück zu unserem Sons of the Forest Let's Play. Wieder mit dabei Marina. Hi. Hori. Hey. Und Hiski. Hallo. Ja, in der letzten Folge haben wir diese Höhle, oder mehr gesagt eigentlich eher Bunker, noch erfolgreich hinter uns gebracht. Und ja, dann geht's heute wieder spannend weiter. Geile Schlitten. Wie macht man das denn mit dem Schlitten? Hochspringen und linke Maustaste. Ach, hochspringen, linke Maustaste, okay. Wow. Pong, pong. Ich lass die Kinder mal spielen. Sehr geil. Hey, Virginia. Ja, also das mit deinen Eltern. Ne? Ja, also Virgie. Ja, also, wir haben ein Kleid für dich. Wo ist sie? Wo ist sie? Hi, moin, grüß dich. Hä? Ach, da ist sie. Ach, da. Oh, oh, so schön. Oh. Aber trotzdem mit der Knarre hinten in der Hand. So irre. Ja. Oh, du musst du auch mal. Da kriegt man da Achievement. Kavallerie ist. Leute, ich bin mal dann weg, ne? Okay, ich auch. Irgendwas verfolgt dich. Mich? Ich glaube, das ist Calvin. Ja, das ist Calvin. Calvin ist hinterhergerannt. Hm. Ich will auch den Schlitten nutzen. Genau. Wow. Ja. Ich hab da mein Charakter hat schon wieder Hunger. Hm. Ja, bei mir auch. Erstmal eine Feldration. Oh, ich könnte mir mal so Ramen reinpfeifen. So, Feld. Müssen wir eigentlich hin? Zum lila Punkt. Weil, es dunkel wird? Meinst du, wir kriegen das hin? Wir können unterwegs schon schlafen, ist doch kein Problem. Ja, oder so. 17.34 haben wir jetzt im Spiel, 17.35. Interessant, dass es eine Zeitanzeige gibt. Echt, wo gibt's die? Wenn du deine... Auf dem Handy, oder? Ja, auf dem GPS-Gerät. Ja, auf dem Navi. Tag 14. Yes. Ist eine gute Idee. Ist mal eine gute Idee. Sag mal, ja. Es gibt doch bestimmt Kleidung, die irgendwie wärmer ist, oder? Alter, man ist so viel schneller. Neoprenanzug. Kapuzenpullover sieht doch warm aus, ne? Oder das ist das, was wir ganze Zeit anhatten. Oh, noch ein bisschen aus dem Wäldchen raus. Naja. Geht schlecht. Irgendeine etwas größere Fläche. Wie schnell das auch dunkel wird, ey. Jojo, soll ich ein Zelt aufbauen, oder? Ich mach schon. Ach so, okay. Blub. Warte mal. Lol. Wo sind wir hier? Boah, hier sind überall nur Gräben. Warte mal ganz kurz, hä? Was ist das? Was ist da los? Särge? Lol. Da hat jemand schon vor uns geschändet. Schrecklich. Ach da. Was? Das ist ja eine Frechheit. Boah, aber es gibt ends viel Zeug hier. Ja, okay, aber erstmal schlafen vielleicht, weil man sieht wenig, ne? Ja, wäre ich ganz... da hab ich's auf, oder? Scheiße. Ich seh's nicht. Wo hab ich's aufgebaut? Wo hab ich's aufgebaut? Es war irgendwo hier in der Nähe. Ach, hier. Ah. Das ist ein etwas größeres Zelt. Ich hab mal geguckt, was passiert, wenn man die Meere nebeneinander stapelt. Die interagieren miteinander. Mhm. Ach, guten Morgen. Moin. Oh, und wieder durstig. Super. Ja. So. So kann ich mir irgendeinen Health-Mix da kreieren? Anscheinend nicht. Schon wieder so viele Seile.
Und Geld. Okay. Und noch mehr Geld. Gibt's da Medikamente zufälligerweise? Ja. Nee, leider nicht. Nö. Mhm. Ziemlich viel Kleingeld. Es sind die Fernmünzen. Die müssen viele Augen gehabt haben, du. Oh, ein Jackett habe ich gefunden hier. Was? Schick. Hier liegt Jackett. Ein Jackett. Wo? Bei dem Grab hier, vor dem ich stehe. Kann sein, dass ich es schon aufgesammelt habe. Ach, du hast es, glaube ich, sogar schon an, oder? Nee, das ist das Tuxedo. Achso, nee, das ist der Anzug. Das ist der Tuxedo. Jackett. Muss ich auch gleich mal gucken, habe ich auch noch nicht gesehen. Ah. Knochen noch. Ja, das war's wohl. So. Nee, das Jackett, nee, das habe ich auch nicht gesehen. Ich hab das Jackett jetzt an. Es ist zwischen Neoprenanzug und dem Kapuzenpullover. Das ist echt schon aufgesammelt. Ja, lol, ey, das ist so ein alter Lumpen. So ein Karo-Jackett, sehr schön. Sehr alter modisch. Lumpen, das, wieso passt doch zu dir, Buggy? Ja, eigentlich schon, ne? Eigentlich. Oh, ich glaube, jeder Abhang ist ein bisschen steiler, Marina oder so. Ja. Jetzt gibt's. Ich wollte den Busch wegmachen. Macht nichts. Und du bist genau mich reingelaufen. Und Action. Ach, hier. Ja, okay. Wer dann? Mit Neopren. Und tschö. Alter. Nein. Aua. Boah, das ist cool. Oh, was? Läuft, Alter. Oh, ich seh gar nichts, Alter. Oh, was? Oh, fucking Baum gescheppert, Alter. Ich auch. Die Kinder haben ihren Spaß, Buggy. Das sieht so heiß aus mit den Taucherflossen. Und Marina hat auch Spaß. Ich bin auch total weggedriftet. Ich muss da nach hinten, ne? Dann bringt das eigentlich nichts. Weil da hinten geht's ja wieder bergauf. Ach, ich zieh diesen Neoprenanzug wieder an. Da wird mir wenigstens etwas wärmer. Das geht gar nicht klar. Ich kann das gar nicht lenken, ey. Oh, herrlich. Ach, durste ich auch noch. Flasche trinken. Oh, geil, ey. Wie macht man sich eigentlich eine Fackel? Stock und Stoff, Stock oder? Stock und Stoff, ja. Stock und Stoff. Stoff. Wie man halt wegrodelt, das ist so geil. Aber ich brauche unbedingt auch so ein Ding. Aber dann... es ist irgendwie unkontrollierbar, weiß ich nicht. E gedrückt hatten jetzt. Herrlich, herrlich, herrlich. Ich habe jetzt irgendein Archiv mit erhalten, irgendwas mit Crafty Crafty oder so. Schau, man kann Bäume damit nicht anbrennen. Oh. Ihr müsst auch irgendwo ein Dorf sein. Ureinwohnerdorf. Warum? Glaube ich jedenfalls, dass das in der Nähe war von dem, wo das vergraben ist, dieses. Dieser Peilsender war da irgendwo vergraben und in der Nähe gab es, glaube ich, ein Dorf. Stimmt, ja. Und es gab doch beim ersten Drucker, den wir gefunden haben, auch noch eine verschlossene Tür, oder? Richtig. Ja, stimmt. Stimmt. Da gab es auch noch welche. Ah, die Höhle war ganz... wo war die Höhle dann? Ganz in der Nähe von unserem, oder? Genau, ich glaube, eine der ersten, in der wir rein sind, ja. Piep, piep. Oh, danke. See, endlich was zu trinken. Halt, warte mal, der ist zugefroren. Schade. Nein. Oh, hab ich dich getroffen? Oh, ja, aber macht nichts. Erstmal einen Molly reinschmeißen. Knackt zwar schön, aber irgendwie bricht es dann doch nicht auf. Ach, da ist es. Hab's gefunden. Und das wäre cool, wenn man das anzünden kann. Oder wenn es wirklich schmelzen kann. Hallo, hoppala. Guten Tag. Na, wie geht's? Ah. Ich habe zumindest schon mal einen Knochen freigegraben. Ich habe gedacht, mit einem Molly kann man vielleicht schmelzen. Das wäre eine coole Sache, wenn man die wirklich aufschmelzen könnte.
Nee. Nee, schade. Wenigstens kann man relativ schnell schaufeln, muss ich sagen. Gut, die sind schon am Schaufeln, wir haben irgendwas verpasst, glaube ich. Sind schon am Schänden und Schaufeln. Irgendwie geht das nicht so richtig vorwärts, Hiski, ne? Oder? Nicht ja, ganz. Wir zwei fehlen ja auch noch. Ah, ich sehe schon, wir schänden schon, sehr gut. Oh Gott, jetzt dieses Gepiepse. Muss die Map wieder ausmachen. Ah, warte, hier, in die Richtung. Oh, da. Alter! Okay. Das ging aber schnell. Ja, plötzlich. Auf einmal war's. Vorbildkannibale. Die Schotti, geil! Oh, Alter, man kann die sogar einhändig nachladen. Oh, das ist voll Terminator-Style, so ähnlich. Oh Mann, das ich ist genau das, was ich brauche. Ich hab sie direkt ausprobiert. Flint? Läuft, ah, man kann Flintenlaufgeschosse haben oder das andere. Okay, man kann dem. Oh, das ist Porno. Oh, das läuft, Alter, geil. Die Schotti, ey. Schön. Das heißt, brauche ich nur noch ein Ziel dafür. Ja, dann läuft Kevin. So ein Kelvin 2.0 haben sie da reingelegt. Nee, Kelvin, du nicht. Oh, cool. Ah ja, da habe ich ein Ziel. Oh, herrlich. Du bleib mal stehen. Zwei Ziele sogar. Hoppla. Das hat ihm beide Beine abgerissen. Krass. Sehr schön. Ach, wie schön. Oh. So, dann packe ich mir die mal auf. Ja, ist cool. Ja, ein bisschen, ne? Drei. Ja, schon ein bisschen cool. Jetzt müssen wir nur noch nach Hause finden. Kurzen Moment, ich muss mich erstmal hier kramen. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo. Ich glaube, das war einfach die Richtung ganze Zeit. Ah ja. Will ich den Speer überhaupt noch dann ausgerüstet? Zum Werfen? Das war doch da am Wasser, oder? Nee, warte. Nee, das war irgendwo, wo ein Flusszufuhr ist. Ich weiß es nicht mehr. Tierhaut. Ich dachte, was habe ich denn für Bambis im Winter? Bambi. Zweimal Tierhautrüstung und einmal Stoff. Was anderes, okay. Also ich meine, zu unserem Zuhause wird es in diese Richtung gehen. Ja, ich auch. Würde ich auch so. Ich müsste trotzdem irgendwo Dorf noch sein. Beim Strand war das irgendwo, ne? Ich glaube in diese Richtung, ja. Na, Kelvin. Was geht ab, Kelvin? Ah! Hallo? Hallo? Magie, alles gut? Alter, was ist das für ein Uso, je? Kriegst du alleine mit der Schrotflinte, ne? Mann, ich wollte gerade mal in Ruhe die Karte mir angucken, weißt du? Kommt der Bastard hier. Mensch, du stresst mich doch nicht so. Ja, Kelvin, ne? Sag auch mal was dazu. Wie Buggy aussieht. Buggy mit dem Jackett und dem. Ach so, mit dem Jackett. Jackett und Schrotflinte. Na, also, sie sieht auch schon was älter aus, deswegen mit dem Jackett, das passt zu 100%. Ja, entschuldigt. Hui. Oh, und danke. Ich habe mir erstmal ein paar Pilze gegönnt. Okay. Oh, der Huso hat mir meine ganze Rüstung fast weggekloppt, ey. So eine Mistmade. Das ist deine Beleidigungen sind die besten. So ein Fasching aber auch. Leute, ein bisschen leiser, ja. Ruhe im Wald. Ich höre nichts. Die Spa-Oase, Wald. Seht ihr den Wald voller Bäumen nicht? Oh, hier wieder Lootzeug, Leute. Was wo? Lootzeug! Ach, da. Ja. Medikamente, ja, endlich. Fliegen gibt's ja auch. Erstmal eine reinpfeffern. Ach, bitte Signalfackeln, danke. Leuchtfackeln, sorry.
Jetzt haust mal ab hier, du Zelt, ey. Ey, aua! Entschuldigung. Zelt. Nee, die Zelle kannst du nicht abreißen. Nee, leider nicht. Boah, nur eine Packung Pillen oder was? Das ist viel zu wenig. So wie wir kämpfen, ja. Absolut. Ja! Ein Einwohnerdorf! Ja! Und Leute! Ja, zum Schießen! Die beten irgendwas an. Zum Schießen, ja, ich verstehe schon. Ja, zieh Leine, du. Wie geil! Wie krass! Lol, Alter! Bleib liegen. Oh, okay, Calvin, jetzt geh doch mal, Mensch, du Leppo. Oh, herrlich. Oh, wie der weggeflogen ist, geil. Ach, wer ist er denn? Hoppla. Da kommt auch noch einer. Ja, ja. Hm. Ganz sicher. Oh, der hat seinen Kopf verloren. Oh. Das ist ein großer. Ja, moin. Oh, der ist richtig Boss. Hoppala. Gut, der ist richtig Akku, ey. Alter, der ist nochmal hochgesprungen. Lederbeutel. Lederbeutel. Irgendjemand kann keine Lederbeutel mehr tragen. Ja, ich muss mal einen aufmachen. Hinter dir, Marina. Aufmachen. Oh. Gott, sind das viele. Dankeschön. Alter Schwede, wo kommen die denn jetzt alle her, Mann? Au. Sorry. Ich glaube, das war's nicht du. Ich bin mir also nicht sicher. Okay. Noch nicht. Nein, das kannst du mal vergessen mit dem Baum. Du Scheiße, der hat mich erwischt. Wo bist du? Irgendwo seitlich. Ja. Vor einem Baum. Dich. Tot. Erstmal Lederbeutel öffnen. Hab ich ihn noch erwischt? Ja, der ist tot. Sehr geil. Erstmal Lederbeutel öffnen. Ich kann keine, weil ich voll bin. Hori stirbt da, erstmal Lederbeutel öffnen. Zeit, ein bisschen ins Portemonnaie zu schauen. Das Gesichtsportemonnaie. Entschuldigung, ist aber Katzenfutter. Oh ja, oh, da ist wieder einer. Da ist wieder einer. Nein, ich muss weg. Ich habe keine Muni mehr. Da. Ich höre es nur hacken um mich. Warte, der hat gerade sein Bein verloren, aber hat noch beide Beine dran? Hä? Ja. Okay. Ja, das haut ja nicht so hin, ne? Boah, kommst du da drauf? Es sei denn, er hatte vorher drei Beine. Das ist nicht Virginia. Nur Virginia hat drei Beine. Ja. Außer du meinst was anderes. Nee, das meinte ich nicht. Ist nicht das dritte Bein, nein. Diesmal nicht. Genau, ich mir rein. Genau mein. Genau, dein genau Stil. Mein Stuff, den ich brauche. Nam. Nicht das. Ich habe mir jetzt mal zwei Rüstungsteile gebaut. Oh, ich bin schon wieder fast hier ganz. Hier könnte ich doch super runterschlittern, oder? Ach schön, wenn man die Fackel weglegt und wieder rausnimmt, brennt sie sofort wieder. Alles klar. Also ich finde dafür, wir sollten irgendwie keine Hiski, pass auf, jetzt komme ich. Okay. So eine Schneise in den Wald reinschlagen. Oh, alte Schwede. Wo man extra dann Rudel runterrudeln kann. Dann eröffnen wir das und nennen das The Forest Ski Resort. Ich knall ständig gegen einen Baum. Ich ja, auch. Dann mach's einfach nicht. Das ist kein Argument, Whisky, Bam! Tschüss! ab ins Meer mit dir. Ab ins Meer. Ja, ich surf hier gerade auf einer Welle. Seht ihr das nicht? Ich glaube. Sind da Freunde oder was ist da vorne? Ja, das sind Freunde. Ja, moin. Buggy da draußen. Ich liege auf dem Boden. Oh nein. Oh doch. Oh, da sind viele. Ich höre eine Schrotflinte. Ja. Geh mal kurz nach links. Achso, du erledigst ja sowas. Das ist Calvin. Oh.
Hallihallo, lieber Freund. So, Schluss im Karton. Ich sehe schon kommen, dass ihr den nächsten einfach keine Munition mehr dafür habt. Ja. Definitiv nicht. Das könnte sein, ja. Aber die Schotti macht doch einfach zu viel Spaß. Das ist halt, ne? Die hätten wir mal Feuer gebraucht für den Kampf gegen die Nicht-Eltern. Was ist das hier? Oh, nam nam nam, schöner Arm. Aber Marina, du hattest recht gehabt. Lecker. Mit was? Mit dem Weg. Ja, natürlich. Ja. Schreibt alle in die Kommentare, Marina, das hast du gut gemacht. Aber ich möchte auch gerne anmerken, dass ich auch gesagt habe, dass das ungefähr die Richtung ist. Schreibt doch alle in die Kommentare, Hiske, das hast du gut gemacht. Warum hat sich das jetzt so sarkastisch angehört? Nein. Hat sich ein bisschen anders angehört als vorher, seltsam, ja. Nein, nein, nein. Scheiß auf den Hai, schwimmen wir rüber. Mal wieder richtig Sommer, echt ohne Scheiß. Ja. Sollte nicht mehr lange dauern, dann haben wir wieder Frühlingsphase. Muss fast, oder? Wie viele Tage sind wir jetzt schon drin? 14 sind wir drin. 14. Das wird so alle 4-5 Tage dann wahrscheinlich wechseln, oder? Man fängt so Ende Frühling, Anfang Sommer an. Ah, genau. Boah, erst mal im Eiswasser baden, klar. Aber das ist so schön schnell mit Neoprenanzug da drin. Mhm, das stimmt. Ach, die Boombox läuft wieder. Ah, ja, okay. Ich bin gewundert, wo kommt der Sound her? Boah, dann gibt's da wieder Medikamente. Oh ja. Ich will da hinten. Oh, ich glaube, ich habe ein Hai hier. Erstmal was essen. Nom. Alter, auf dem Fertigfutter steht Sloppy Joe drauf. Ich will gar nicht wissen, was Sloppy Joe ist. Weil irgendwie will ich auch googeln, was Sloppy Leute, Joe ist. Leute, ich habe eine Idee. Alle mal aus dem Weg da. Okay. Ah, nee, scheiße, wo ist das Ding hin? Welches? Ich wollte hier auf diesen Gaskocher schießen, ob der explodiert. Nein, also ich habe eine Papier-Zielscheibe gefunden. Oder? Ja. Oh, oh. Ja, Buggy, ja. Explodiert der? Für dich ausprobiert. Ah, ja. Nein, ich hab's nicht gesehen. Fuck. Ich find's übrigens schön, dass wir mit den Schwimmflossen normale Fußspuren haben. Ach so, ja. Ach ja, Folge 2, die Osterparty. Ja. Oh, los geht's. Okay, Yoshi schreibt, ein Sloppy Joe ist ein ursprünglich US-amerikanisches Imbiss, bei dem eine Hackfleischsoße ähnlich einem Hamburger auf ein Brötchen serviert wird. Oh, okay. Okay, und das, ja, okay. Klingt per se nicht schlecht, würde ich mal so behaupten. Mhm. Der Austern macht halt gar nicht satt, ich glaube. Nee, gar nicht, er muss so 100 Stück also von null. Fressen. Deswegen gibt's ja auch so viele. Wahrscheinlich, ja. Ich folge einfach mal der Spur, ich glaube, das ist Marina. Im Schnee. Ey, das ist eine ganze Austernation fressen, echt. Du bist noch nicht satt. Ja. Marina, du wirst verfolgt. Ja, von Kelvin. Ja. So. Oh so, Gott, danke Kelvin. Ich wollte wieder ein Herz machen und Kelvin hat alles kaputt gemacht. Ich wollte gerade sagen, was wird das hier? Ach Mann. Dezent. Warte, ich mach mal. Nee, so, jetzt kannst du es machen. Das wird jetzt aber nicht schön hier. Ich laufe einfach die Spur mal nach. Ich glaube, das wird nichts. Das wird seltsam. Warte mal, ich gehe mal nach hier oben. Ach, naja, ja. Das sieht eher aus wie ein Femur.
Ich habe so Nein gehört. Es ist ein bisschen zu lang gezogen. Es ist, sehr weil lang von gezogen. Oben kann man das leider nicht sehen. Ja, weil die Schneespur da hinten dann aufhört. Ja, genau. Man müsste es ja eben so schon so hierin abkürzen. Ich habe mein Bestes gegeben, ja. Der Bestes war nicht gut genug. Was? Also trotzdem unsere auf dich. Kleider sind weg. Nein. Unser was? Was? Unsere Hängleider, oh, diese Dinger da, diese generell Kleider. Generell ist der viel weg, ne? Kann das sein? Was? Oder sind die nur im Schnee? Also die Gleiter sind weg. Ja. Das ist ja eine Sauerei. Frechheit. Jetzt müssen wir die nochmal holen. Aber meine Hütte ist noch da. Unsere Hütten. Meine. Eure interessieren mich nicht. Ich hab ganz rechts gewohnt, ne? Glaube ich. Was? Ah, meine ist die mit dem Stuhl. Ja. Oh, nee, du hast. Nee, ganz rechts. Ganz nee. Rechts. Du warst mit dem Kronleuchter, ne? Ja. Gut. Lass mich, Privatsphäre, ja? Was ich mich frage, wenn jeder in sein eigenes Bett versucht zu schlafen. Ich glaub, klappt das? Das funktioniert, ne? Dann, ja. Ich kann nicht mehr schlafen, weißt du? Also, ich kann noch nicht schlafen. Ja. Ich auch noch nicht, ne? Ja, erst wenn's später wird. Ich wollte nur wissen, ob seitdem, ob alle beim Gleichen sein müssen oder nicht. Ach, das war die Kleider sind wirklich weg. Oh. Wo ist denn Kelvin? Ach, Kelvin ist unten am Strand. Alter, was ist das gerade für Frame-Brüche? So. Krieg ich hier noch. Ach du liebe Güte, das Fleisch schaut richtig gut aus. Das ist richtig frisch. Das hängt da schon ein bisschen länger. Ich glaube, das wurde vor Rotte schon so aufgehangen. Ja, verrottetes Fleisch habe ich gerade aufgehängt, ja. Ah, okay, gut. Ich mach's mal. So, habe ich noch irgendwas zum Grillen? Blätter, nein. Macht's gut, Fleisch. Das musst du einfach nur ins Dings packen, denn ins Feuer, dann wird das wieder gut. Jetzt aber mal ernsthaft, kann es sein, dass hier manche Teile weg sind? Auch so ein paar Mauerteile und so? Ich weiß, ich wüsste. Hier vorne? Wie sieht so unvollständig aus alles? So. Also die Mauer wurde mal kurzzeitig abgerissen, also von daher müsste man die neu bauen. Nicht der Modus? Ich hab kein Fleisch. Zack. Wollen wir die Folge beenden, oder? Ja, können wir. Ach so, ich war dran, ne? Fleisch. Entschuldigung, ich war gerade dabei, hier mein Lager einzuräumen. Das hat mich... Alles gut. Ich so vertieft da drinne. Guck mal, wie Buggy aussieht mit ihrem... mit dem Jackett, ne? Ja. Warte, ich mach noch mal hier... warte. So. Ja, Leute, dann soll es das gewesen sein für diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal genau hier wieder. Schaut auch auf jeden Fall bei den anderen Kanälen vorbei. Bei Hisky. Cheerio. Horry. Bis dann. Und Marina. Ja. Bis dahin und ciao, ciao.